Hi, wenn wir über Digitalisierung sprechen, ist es natürlich sinnvoll, sich einmal Gedanken zu machen, was genau wir damit eigentlich meinen. Denn im Titel des Seminars steht ja Digitalisierung und da steht aber auch Digitalität. Und das meint mitnichten derselben Phänomene. Wir befassen uns heute mit dem Thema Digitalisierung und grundlegend meint das, wenn man das mal ganz naiv runterbricht und alle Informatiker dieser Welt werden mich dafür steinigen, meint Digitalisierung einfach nur die bloße Überführung analoger Informationen in digitale, also maschinenlesbare Informationen, sozusagen Nullen und Einsen, wenn wir auf die digitalen Medien schauen. Und das ist also das allererste. Und alles, was sich daran anschließt, ist im Grunde darauf zurückzuführen, dass man entweder sagt, irgendetwas ist wahr oder falsch. Also 0 und 1. Das sind die beiden Dinge, die Computer verstehen und auf die letzten Endes alle Phänomene des Digitalen zurückzuführen sind. Zumindest, wenn man diese ganz naive Darstellung zu Rate zieht. Ja? Wir werden ein bisschen drüber sprechen, was denn dann mit Machine Learning ist und künstliche Intelligenz, denn auch das sind nur Algorithmen, also Regeln, wenn man so möchte, die bestimmte Dinge berechnen nach vorher definierten Größen und Maßstäben. Und genau das sollt ihr in dieser Woche euch selbst noch ein bisschen erarbeiten. Es gibt im Begleitmaterial ein Lernmodul zu genau diesem Thema, das nochmal euch erläutert, was ist ein Algorithmus. Und das ist, finde ich, die absolute Basis, um sich darüber zu unterhalten, was eigentlich in der digitalen Welt geschieht. Denn wir müssen einfach, ja, nicht nur begreifen, sondern auch anerkennen, dass es letzten Endes Maschinen sind, die diese Regeln für uns ausführen. Und dass aber auch wir diejenigen sind, die diese Regeln für die Maschinen definieren. Und alles Weitere besprechen wir in der nächsten Sitzung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.